Ich bin auf der einen Seite Biologe und da interessiert mich, wie die Natur funktioniert. Und ich bin gleichzeitig auch Chemiker, da interessiert mich, wie ich was Neues bauen kann. Und diese zwei Dinge kamen dann in meiner Forschung zusammen. Wie fixiert die Natur CO2 und wie können wir eben synthetische Stoffwechselwege bauen? Prinzipiell wollen wir das Betriebssystem der Photosynthese neu erfinden, neu denken und dann eben dieses neue Betriebssystem benutzen, um nachhaltig CO2 einfangen zu können. Ganz aktuell geht es wirklich darum, dass wir in Vorstudien zeigen konnten, dass wir tatsächlich neue CO2-Fixierungswege bauen können, die besser sind als das, was die Natur über Jahrmilliarden Jahre evolviert hat. Und die wollen wir jetzt auch tatsächlich in einem lebenden Organismus realisieren. Und die Idee ist dann tatsächlich, sozusagen das Klimagas CO2 als nachhaltige Rohstoffquelle gewinnen zu können. Besonders spannend ist, dass wir natürlich in Bereiche vorgehen, die noch kein Mensch probiert hat, auch die Natur nicht probiert hat. Also etwas Neues zu bauen, das fordert uns heraus. Es macht doch wirklich Spaß. Und natürlich auch in den Bereich zu kommen, wo Biologie, Chemie, Materialwissenschaften zusammenkommen. Ich glaube, dass die Biologie und vor allem die synthetische Biologie wirklich Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts sind. Gerade auch für die komplexe Gesundheit, Ernährung und auch Klima, dass biologische Lösungen wirklich uns helfen können oder ein Teil der Gesamtlösung sein werden. Thank you.